Hallo ihr Lieben, heute backen wir einen super saftigen, aromatischen Nusskuchen und das Ganze aus nur 3 Zutaten. Los geht's auch schon direkt mit den Zutaten und der Zubereitung. Ihr braucht 250 Gramm gemahlene Nüsse eurer Wahl. Ich nehme für dieses Rezept am allerliebsten Haselnüsse, 5 Eier der Größe M und 250 Gramm Puderzucker. Das war's auch schon. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben zum Nachlesen und Ausdrucken ist wie immer unter diesem Video in der Infobox verlinkt und ihr findet es direkt auf koch-kino.de. Als erstes sollten die gemahlenen Nüsse in einer Pfanne ohne Zugabe von Fett angeröstet werden. So entfalten sie ihr tolles Aroma und der Kuchen schmeckt später wesentlich besser. Wenn es anfängt, wunderbar nach gerösteten Nüssen zu riechen, sind sie fertig geröstet und sollten erstmal gut abkühlen. Wenn es soweit ist, geht's mit den Eiern weiter. Sie werden in eine Rührschüssel gegeben und für ca. 1 Minute aufgeschlagen. Dann kommt nach und nach der Puderzucker hinzu und die Eier sollten so lange weiter aufgeschlagen werden, bis sie deutlich heller und luftiger aussehen. Wenn die Eier etwa so aussehen, sind sie genau richtig und die Nüsse werden ganz vorsichtig und mit viel Liebe untergehoben. So kommt die Masse dann in eine mit Backpapier ausgelegte 20 cm Springform und wird bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ca. 30 Minuten gebacken. Nach dem Backen sieht unser Kuchen dann so aus und sollte erstmal vollständig abkühlen. Vor dem Servieren kann er noch mit etwas Puderzucker bestäubt werden und der Leckerbissen kann vernascht werden. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wünschen euch ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Falls ihr die Rezepte ausprobiert, könnt ihr uns eure Bilder sehr gerne auf Facebook oder Instagram mit dem Hashtag Kochkino schicken. Über eure wunderschönen Bilder freuen wir uns immer sehr.